Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Gothic 3. Holy shit. Okay, das sind zwei Ripper und die haben sich gesagt, ich gebe einen Fick drauf, der sieht mächtig aus, das lassen wir erstmal. Wir sind aktuell immer noch dabei, ganz entspannt Nord mal zu erkunden, latschen hier erstmal alle Wege soweit ab und ja, machen uns gerade aktuell ein bisschen auf in Richtung Feuerclan. Das ist so ein bisschen der Plan. Das wäre dann da lang. Ein Ork! Ja, weiß ich. So, Ellenverein, Alter, du bist kein Gegner für mich. Und er ist tot. Also, wenn wir hier weitergehen würden, kommen wir zum Hammer-Clan. Wir gehen jetzt aber erstmal zum Feuer-Clan, okay? Lass uns erstmal den Feuer-Clan-Weg gehen. Leute, was wird das hier? Wollt ihr, dass ich euch grille? Ist das der Plan? Ich glaube ja. Ach, guck mal da. Eiswölfe, die ein Ork maltetrieren, gefällt mir. Da, 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 da. Da ist so ein Krieger. Kommen da noch mehr Orks? Das sieht nämlich so nach einem... Sieht nach so einem Ort voller Orks aus. Die kommen da jetzt alle so nach und nach aus dem Busch gespawnt. I like. Kommen sie da aus dem Busch geboren? Noch einer oder war es das? Nein, da kommt noch ein Elite-Krieger. Cool. Das höre ich in den letzten Tagen öfter. Oh, da kommen noch ein paar. Oh oh. Jetzt werden das doch ein bisschen viele. Oh, es sind sehr viele Elite-Krieger, wir müssen abhauen. Lalalalalala. Mal sehen. Kommen die hier hoch? Treffen die mich hier? Nee, dann können wir Feuer machen. Drei, Feuer, Feuer, Feuer. Da! Da! Jetzt treffen die mich doch. Mach Feuer! Oh, ich hab nicht Oh nein! Ich hab nicht mehr genug. Ich hab's gar nicht gesehen. Ich hab gar kein Mana mehr. Hab ich aus dem Fleisch gegessen, statt einen Mana-Trank zu nehmen? Hat er mich gerade Affe genannt? Hat er gerade gesagt, bleib stehen, du Affe? Okay. Also der Plan war gut, leider war die Umsetzung wieder mal schlecht, weil ich. Trouble hatte. Oh, ein Schamane. Da, da. Oh, oh, jetzt wird's aber eng. Jetzt geht's aber los, Leute. Jetzt wird's aber eng hier. So, Schamane. Da. Meine Fresse, was soll ich tun? Der Kast. Oh mein Gott, was war denn das? Okay, schnell. Achtung, Trank, Trank, Trank. Trank, Trank, Trank. Jetzt müssen wir erstmal das Weite suchen. Das hilft nichts. Kurze Zeit mal das Weite suchen. Kurz quicksafen. Pack dich in Stücke. Das werden wir sehen, Alter. Oh. Das Schlimme ist der Schamane, der castet wieder schneller als sein Schatten. Ah, hier, die sind beschäftigt jetzt. Sehr gut. Sehr gut. Ja, ja, jetzt habe ich euch doch an einem Arsch. Arsch gebumst, Alter. Arschgepickten Bollen. Wo waren das? Guck mal, die beschäftigen sich jetzt mit einem Säbelzahntiger. Trottel. Oh, warte mal. Ich ignoriere die da unten, die können mal machen, was sie wollen. Irgendwie gut das süße Loot einsammeln, bevor ich das vergesse, wo die überall gestorben sind. So, primär hier. Schön in den Rücken rein, damit rechnen die nicht. Schön in den Rücken rein, Alter. Alter, wo kommen die denn alle her? Okay, warte mal, da kann ich doch jetzt aber wirklich so einen Feuerregen machen. Das muss doch gehen. Absolute Bumserei. Oh, zuckelt. Ich bin nicht da gezuckelt. Lasst mich in Frieden. Ihr sollt mich in Frieden lassen. Ich bin ein ruhiger Fahrer, der hier einfach nur die Gegend erkunden wollte. Und dann ist er auf 1 Million Orks gestoßen, mal wieder. Wie hab ich denn das damals als Nahkämpfer gemacht? Das muss. Guck mal, wie viele das noch sind. Oh mein Gott. Noch einer. Der Anführer. Den Anführer gefunden. Sehr schön. Jetzt wollen wir erstmal quicksafen, jetzt versuchen wir es nochmal mit dem Feuerregen. Die sind ja gerade alle so beschäftigt. Okay, er nicht. Warte. Die Speer, die wollen mich bumsen. So. Ach, jetzt wird hier Rückzug gemacht. Cool. Der Herr, was noch geht, Alter.
Bleib stehen, Mora! Der Kampf wird nicht blöd! Der will nicht rückziehen, aber der Rest zieht rück. Ah, los! Rückzug! Na gut, die wollten dann doch nicht mehr. Gut. Hat geklappt, wir haben wieder mal ein paar Orks beseitigt. Ich weiß zwar noch nicht für wen, aber das ist doch immer gut, wenn auch Nord mal wieder ein Stückchen sicherer wird, nicht wahr? Ey, wir haben so viel Waffen mit uns. Ich will gar nicht wissen, wie viel Metall der gute Held hier mit sich rumträgt. Das ist ja nicht mehr feierlich. So, ja, hier ist ein weiteres Dorf der Orks. Nun verlassen und leer. Und der Weg zum Hammerclan, der ist voll von so Ork-Dörfern. Aber man muss sich das mal klar machen, ne? Wie fucking riesig dieses Game ist. Es ist verrückt. Es ist einfach nur verrückt. Einfach nur verrückt. Da haben die sich damals halt wirklich krass mit überhoben. Auch wenn es jetzt inzwischen durch viel wirklich Herzblut der Community mit den ganzen Community-Patches jetzt echt ein cooles Game geworden ist. Aber heftig. Es wird einmal immer wieder bewusst, ne? Ihr müsst mal überlegen, wie wir jetzt schon am Daddeln sind. Und wir sind ja noch nicht fertig oder so. Da kommt ja noch einiges. Wir müssen in Nordmann noch so viel Quests machen. Ne? Also. Verrückt. Einfach verrückt. So, jetzt ist die Frage. Da steht noch so ein verstrahlter Einsamer rum. Ich werde dich töten. Nee, bist du nicht. Die Frage ist jetzt, wie geht's jetzt weiter? Irgendwie hier lang. Wir müssen dem Weg folgen, okay. Folgen wir mal dem Weg. Ich bin mal gespannt, ob wir durch Zufall den weißen Wanderer treffen werden. Wenn nicht, habe ich bald eine Karte, wie gesagt. Ich habe sie jetzt noch nicht offen. Aber ich habe sie schon bekommen. Dank Lars. Grüße gehen nochmal raus an dieser Stelle. Aber wie gesagt, den ersten Turn, den machen wir erstmal solo. Oh, der ist, hat uns bemerkt. Das ist nicht gut. Na komm, Hirsch, wenn du schon so bescheuert auf mich zurennst, dann hast du es auch gewollt. Dann hast du es auch gewollt, ja? Ich höre wieder eine Menge Wölfe. Wölfe sind gefährlich. Da haue ich mir doch jetzt erstmal wieder ein Stück Fleisch in die Binde rein. Quick Save erstmal. Gucken wir mal. Das sieht mir sehr... Entweder nach... Was ist jetzt los? Ich höre Kampfmusik, aber ich sehe nicht, was mich angreift. Nichts nämlich. Achso, hier sind Goblins. Das führt mich zum Hammerclan. Oh. Schamane, Schamane. Was? Ja. Bin froh, wenn wir diese ganzen Goblin-Schamanen, wenn die alle weg sind. Wenn wir alle Goblins in ganz Nordmar ausgerottet haben. Dann haben wir nämlich Ruhe. Ja. Also hier würde es jetzt wieder zum Hammerclan zurückgehen. Da wollen wir jetzt aber erstmal nicht hin. Wir folgen jetzt. Da sind noch mehr Goblins, auch Schamanen. Nö. Ich sehe zumindest keinen. Bin voller. Doch, da. Schamane. Direkt den Schamanen wegbumsen, dann haben wir Ruhe. So. Der greift mich jetzt wieder an. Hier ist zwar Angreifmusik, aber ich sehe nichts. Hier sind nur so ein paar Säbelzahntiger, die können wir immer platt machen. Erst den Nahen. Erst den Nahen, dann den Fernen. Headshot. Wunderbar. Okay, jetzt aber erstmal Richtung Feuerclan. Dafür folgen wir diesem Weg jetzt, ne? Ja, hier geht's nach Feuerclan. Lass mal erstmal nach Feuerclan gehen, okay? Meine Lieben, ganz entspannten Weg. Ganz chillig da mal eben Richtung Feuerclan. Da sind noch ein paar Eiswölfe. Selbstverständlich sind hier noch Eiswölfe. Okay. Wir folgen mal einfach dem Weg. Ich denke mal, das soll hier ein Weg sein. Das sieht auch ganz entspannt nach Weg aus. Jo, folgen wir ihm einfach mal, ne? Oh, das sieht schon wieder höchst verdächtig aus mit dem Licht. Ich muss kurz gucken gehen, oder? Das sieht zu hell aus, als wäre da ein Feuer. Ja.
Alter, was ist denn da los? Ermahnen? Ja. Zum Glück trifft er mich. Ah, die werden lange brauchen, bis sie hierher kommen. Sind die alle tot? Lalalala. 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 Wieder so ein kleines Goblin-Nest ausgerottet, ne? Weiter dem Weg folgen. Da kommen wir jetzt erstmal nicht hin, deswegen ich folge jetzt mal weiter dem Weg. Wir haben ja ein Ziel. Komm schon, Heddy, bitte ein Heddy. Ja, war zwar ein Heddy, aber hat ihn trotzdem nicht weggemacht. Zack. Musik kann sich gar nicht entscheiden, was hier passiert, ne? Genauso wie die Schatten. Wir wissen auch nicht, ob sie da oder nicht da sein sollen. Deswegen zucken sie ein bisschen fröhlich vor sich hin. Das sind nur Volbis, Nashorn-Dinger. Da können wir entspannt bleiben. So. Hammer-Clan, Feuer-Clan. Feuer-Clan geht in diese Richtung. Hallo. Eine richtig dicke Herde hier am Stissel, ne? Eine richtig dicke Herde. Da könnte man ja, wenn man mal Bock hat, könnte man ja... Also wenn man jetzt wirklich richtig Bock hätte, könnte man hier einfach so dieser Herde so einmal, könnte man mal den hier machen, ne? So einen kleinen Feuerregen so, für die Herde, weißt du? Ich mach's mal eben, nur mal zum Testen. Oh! Könnte man noch einen machen. Da! Da, da, da! Oh, 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 oh. Die Herde bumst zurück, Leute. Schön. Alles für ein paar Fälle, ne? Alles für ein paar Fälle. Es wird ja auch kalt und so. Man muss sich ja auch ein bisschen vorbereiten für die kalte Jahreszeit hier, ne? Die hier immer herrscht, denn wir sind in Nordmar. Hier ist es immer kalt, so. Einmal 9. Wunderbar. Ein bisschen Fleisch hinterher. Quick Save und weiter geht's. Was sagt die Map? Die Map sagt... Irgendwo da lang. Gucken wir mal. Hier muss irgendwo ein Weg sein. Da ist er ja. Folgen wir dem Weg. Folgen wir dem Weg, nicht wahr? Da ist eine Brücke. Brücken sind immer gut. Das deutet auf Zivilisation und Menschen hin. Deswegen. Sehr, sehr schön. Ich höre Ripper. Ich sehe sie nicht. Doch, da ist er. Da zeigt er uns seinen schönen, sexy Arsch. Beinahe wäre der Hirsch dazwischen gerannt. Dann wäre der draufgegangen. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt hier nur noch den Hügel hoch. Noch ein paar Ripper. Alter, es ist verrückt. Was wir an Getier jetzt schon weggemacht haben, oder? Es ist ja verrückt. Jetzt erstmal straight hier hoch. Ich glaube, wir müssen da hoch. Ach du Scheiße. Okay, warte, eins nach dem anderen. Hier erinnere ich mich noch, hier war irgendwie Stress. Hier war alles voller Stress. Goblins, Goblins. Bitte keine Schamanen. Doch, da. Zum Glück kommt er wieder näher. Dann haben wir Säbelzahntiger hier. Zack. Zack. Dann haben wir kurz einen Quicksave, weil bei denen weißt du nie, das geht ganz schnell, dass sie dich wegbumsen. Haben wir hier einen Eisgolem. Zack. Und da hinten direkt einen zweiten Eisgolem. Zack. Noch mehr. Da habe ich, glaube ich, damals gelitten als Nahkämpfer. Weil das halt so zwei nebeneinander sind. Und ja. Die eisen dich halt ein, ne? Das nervt. Das sieht mir doch hier sehr nach Erz aus. Erzader. Kleine Erzader. Noch mehr Erz hier. Dope. Gut. Geh mal wieder weg. Geh mal wieder weg. Nützt ja nichts, ne? So. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wo der Feuerclan ist, aber wir nähern uns, glaube ich. Das sammeln wir alles mal schön ein. Das Sonnenkraut. Steht hier mitten im Nichts. Geht denn das hier unten jetzt wieder lang? Da ist auch noch wieder irgendwas. Oh Mann. Ich greife mal die Eiswürfe von hier an. Oh, what the fuck? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Scheiße, Bruder. Oh Gott, wir müssen hier weg. Das hat jetzt gar nicht geklappt. Oh Gott. Habe ich Wölfe angegeilt?
und bin leider in ein scheiß Nest von Goblins reingelatscht. Das ist ja richtig scheiße gelaufen. So, jetzt aber nochmal. Nun bumse ich euch weg. Du werdet ihr weggebumst. So. Sehr schön. Ich bin ja eigentlich nur auf der Suche nach dem Feuerclan, aber hier ist ja alles voll mit Gegnern. Stehen jetzt mal lang. Da geht's zum Kloster. Hier geht's irgendwie zum Feuerclan. Ist das denn ein Weg? Ist da oben ein Weg? Ich geh jetzt erstmal da hoch. Komm. Hier ist irgendwie so, mir fehlt der Weg, weißt du? Ich habe hier einfach nur ganz viel Gegend, sag ich mal, aber kein Weg. Ne? Der Weg fehlt. Ohne Weg wird's schwierig. Geh jetzt erstmal da lang. Ich glaube, wir werden gleich im Kloster landen. Dann sehen wir bestimmt Milton wieder. Wenn ein Kloster irgendwo ist, ist Milton meistens nicht weit weg. Machen wir uns noch ein bisschen Fleisch rein. Ah, hier, ich sehe Fackeln. Das ist gut. Das könnten jetzt Orks sein oder Menschen. Oder nichts. Es sind natürlich Orks. Du ahnst es ja nicht. Quick safen. Dann holen wir mal unseren Dämonen dazu. Sind die am Dancen oder was machen die da? Die scheinen zu tanzen. Ah, die sind hier einfach am Dancen. Die tanzen hier einfach so ab. Die Bock haben. Die einfach richtig Bock haben die. Die haben richtig Bock zu tanzen einfach. Wollen mal nur tanzen, ne? Manchmal, da will man einfach nur tanzen. Ach, guck mal, hier ist wieder ein Ahnengrab. Geil. Das ist schon mal gut. Ram, pam, pam, pa, bam, pa. Oh, oh. Wichtig ist, dass er mich nicht trifft, aber ich ihn, weißt du? Ur-Arash. Zack, da ist er tot. Der ist ein bisschen verwirrt. Sehr schön. Noch ein verwirrter. Oh, das ist ja gar nicht unserer. Scheiße, ich dachte, das wäre unserer. Ist es aber nicht. Quick Safe. Das ist ein feindlicher Dämon. Hau mal ab, Junge. Geh mal schön weg. Bist du fett. Ich dachte, das wäre unserer. Plötzlich haut er mich. Was ist denn jetzt los? So, wen greifst du da an? Ein Elite-Krieger? Haben wir gleich. Komm, Bams. So, Ruhe. Okay, haben wir hier geschafft. Kann ich den looten? Nee, aber Urarsch. Ich glaube, du kannst mal eben zurück. Lauf zurück. Lauf zurück. Ja, schön. Krieger. Ur-Arash hat einen Schamanenstab gehabt. Okay. Dum, dibba, dum, dum. Dum, dibba, dum, dum, dibba, dum, dum. Gut. Haben wir das hier auch schon mal wieder erstmal sauber gemacht? Jetzt ist da vorne mal wieder ein Ahnengrab. Ein Ahnengrab, ihr wisst Bescheid, was das bedeutet, Leute. Denn so ein Ahnengrab, das entböst sich ja nicht von alleine. Deswegen haben wir uns jetzt erstmal einen schönen Trank rein. So. Dann quicksafen wir kurz. Und dann würde ich sagen, werfen wir schon mal ein bisschen Luki-Luki in das Ahnengrab rein, wa? Ich glaube, ich bleib mal einfach hier. Und hau einfach rein. Ohne Spaß. Viele. Oh, sind das viele. Ihr seid aber echt ein bisschen viele. Oh mein Gott. Okay, warte, müssen wir uns was anderes überlegen. Alter, wie viele sind das? Das ist ja verrückt. Ich muss irgendwo hoch. Irgendwo hoch, wo die nicht hochkommen. Aber wo? Vielleicht hier irgendwie so. Und dann mache ich das da. Kommt mal her. Kommt mal alle her. Alle her hier, genau. Oh oh. Ja. Ja, da
guckst du, ne? Wie ich wegdodge mit dem Sprung. Ja. So, meine Lieben, der Hahn, er hat gekräht. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle erstmal einen kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.